Was bedeutet für dich die Tradition der Viehschau persönlich? Ja, mir bedeutet die Viehschau sehr viel. Also ist einfach für die ganze Erbe vom ganzen Jahr mit dem Züchter ist, wenn man probiert, kann man dann da mit anderen Bauern kann man messen und dann sieht man, ja, wo das Fech steht und wo man mit der Zucht steht. Und das bedeutet mir sehr viel, ja. Und wie wichtig findest du es, diese Tradition am Leben zu erhalten? Ich denke, die Tradition ist sehr wichtig, weil Bauern, ja, die müssen auch mal für Nicht-Bauern auch sehen, dass die Kühe schön gepflegt werden das ganze Jahr und darum haben wir es hier eine Art schön sagen. Und vor allem noch einfach das Auffahren auf der Viehschau ist natürlich sehr traditionell und einfach schön, wenn die Leute am Strassenrand zuschauen. Und da, ja, da geht es hin gut. Ja. Beim Publikum kommt das ja auch mal sehr gut an und es ist ja für euch auch eine Möglichkeit, das Brauchtum oder eure Arbeit zu präsentieren. Macht euch das stolz, oder? Ja, das macht euch sehr stolz. Weil ja, wir haben hier in Zahlstätten sogar noch ja, einfahren. Appenzellisch auf mit den Kühen und dann haben wir noch andere, die im Innerschweizer Stil auffahren. Und das ist natürlich für das Publikum ja, sehr schön zum Schauen, ein bisschen Abwechslung. Ja. Spielt denn die Tracht auch eine große Rolle da? Ja, bei mir schon. Ich habe natürlich Appenzellerwurzeln. Und das ist für mich sehr wichtig, dass es noch ein bisschen stimmt. Und, ja. Was bedeutet die Viehschau für die Jungbauern? Also da ist bei uns ist die Viehschau für die Jungen ganz wichtig. Wir haben am 11 Uhr am Vormittag Jungzüchter. Da kommen die Jungen, Kinder mit denen seinen Lieblingskälbli und führen sie vorführen. Und wir hatten ja sogar 19 Kinder, die das gemacht haben. Und dann ist schon als Zeichen da, dass es für die Jungen auch sehr wichtig ist. Die machen eine riesen Freude, habe ich gesehen. Jawohl, ja, genau. Ja. Sie sind auch stolz, dann ihr Vieh vorzuzeigen. Und jawohl, sie sind natürlich sehr stolz. Oder? Die haben natürlich daheim noch geübt und haben das Sprüchli auswendig gelernt. Und ja, da macht die ja schon stolz. Ich habe da auch noch ein bisschen Futter, aber nicht nur für
muss sie nicht verkaufen. Frühstens, wenn sie in Kuh ist und auch noch dann, wenn sie nicht gratis ist. Länger gehen wir auf den heutigen Tag schon länger, um haben wir uns zusammen für ein Gesang. Einen guten Morgen miteinander im schönen Schweizerland. Ich bin der Noah Kuster von Aussicht und bei mir ist die Verschaupflicht. Ich bin heute nicht allein gekommen, ich habe mein Kälbchen gesehen. Der Rest vorher steht daheim auf der Weide, wie sich der Papa in den USA tut neu einkleiden. Klimt heisst die Mutter vor Klee, sie gleicht auf kein Verlammerer hin. Doch in der echten Aktation und mit grossen Hörnern ist sie aber immer noch der Börner. Bin ja ein heißer Vater von Klee. Er kommt aus Watt. Und wenn ich darüber halte, steht auf noch ein anderes Blatt. Die sind die Schnecken, habe ich letztens gelesen mit Schrecken. Du, ich mache jetzt langsam Schluss. Ich bin nämlich ein bisschen im Schluss. Weil Hühner sind auch da. Und mit der Klasse. Ich sage euch, die ist erste Klasse. Ich wünsche euch noch eine schöne Festschau. Ciao. Die stolzen Jungzüchter bringen ihr bestes und schönstes Vieh auf der Altstädter Breite zur Präsentation vor die fachkundige Jury. Bei schönstem Herbstwetter sind auch in diesem Jahr viele neugierige Zuschauer anwesend und genießen die stimmungsvolle Atmosphäre der über 100 Jahre alten Tradition. Jurymitglied Patricia Hobi erklärt, worauf es bei der Beurteilung des Tiers bei der Viehschau ankommt. Da gibt es verschiedene Punkte, die ich anschaue als Expertin. Das ist zum einen der Rahmen. Da gehört dazu die Oberlinie vom Tier. Ist sie gerade? Ist sie vorne schön aufgewachsen? Brustbreite vom Tier. Ist sie vorne breit oder eher schmal? Breit hat man lieber. Wie ist die Flankentiefe? Hat sie viel Flankentiefe, was man sehr gerne hat? So hat natürlich das Futter und das Tier oder das Kalb, das drin wächst, Platz. Dann geht es weiter beim Becki. Ist das Becki lang? Ist das Becki breit und wie die Neigung ist von dem Tier. So wie wird dann auch berücksichtigt, wie ist der Schwanz versorgt bei dem Tier. Dann gehen wir weiter zum Fundament, das ist das Bein. Ist das Bein fein? Wie ist der Winkel vom Fundament? Hat sie unten, wie ist der Klauensatz? Hat sie viel Klauen, was man gerne hat? Das gibt ein langlebiges Tier. Dann kommen wir noch zur Mutter. Ist die Mutter hinten breit? Kommt es weit rauf? Ist es weit über dem Sprunggelenk, also es geht nicht, nicht über das Sprunggelenk, aber ist sehr wichtig, wie ist das Zentralband von dem Tier. Und dann noch zu guter Letzt kommen wir zu den Zitzen, wie sind die Zitzen verteilt. Sie sollten schön in der Mitte des Viertels sein, dass man, wenn man von hinten reinschaut, den hinteren zwei Zitzen sieht und ganz leicht auch den vorderen zwei sieht. Das wären so verschiedene Punkte, die ich anschaue, den Gesamtkuh anschaue, den Gesamteindruck. Ja, das sind so die verschiedenen Sachen. Fällt dir das immer leicht, so eine Kuh zu bewerten? Nein, ist nicht immer ganz so leicht. Vor allem, wenn du so zum Beispiel zwei, drei Tiere in der Abteilung hast, die sehr ähnlich sind, dann musst du dir als Experte, als Expertin wirklich den Punkt merken, warum habe ich jetzt das Tier vor dem Tier genommen. Das ist manchmal auch vom Experten abhängig, wenn es wirklich ganz ähnliche Tiere sind. Aber schlussendlich findest du immer deine Entscheidung und du musst einfach dann zu dieser Entscheidung stehen. Wie bist du zu dem Juryposten gekommen? Ja, wir haben zu Hause auch Bauern, haben einen Milchwirtschaftsbetrieb und ich bin sehr interessiert an der Zucht. Wir probieren das selber auch, haben unsere eigene Zucht, gehen viel an Ausstellungen und ebenfalls bin ich bei den Jungzüchtern tätig, im Kanton St. Gallen Appenzell, bin dort im Vorstand und gehe viel mit den Jungtieren an Ausstellungen und so kommst du auch in das Business rein. Und dann bin ich angefragt worden, ob ich nicht mal in so einen Expertenkurs komme. Und habe dann gefunden, ja, warum nicht? Da lernst du sicher einiges. Bin dann einmal gegangen. Und somit, ja, all Jahr wieder und immer wieder. Und so wirst du von den verschiedenen Veranstaltungen angefragt, ob du berichten kommst als Expertin. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, immer noch bei der BEA. Und mir gefällt das sehr. Ich finde es auch wichtig für uns selber. Es kannst du immer wieder weiterbilden. Du siehst andere Tiere. Ja, das ist sehr wichtig. So lernst du wirklich auch etwas verzuchten und das gefällt mir.
Also gibt es richtig so eine Weiterbildung, um eine Kuh zu bewerten? Wie nennt sich das genau? Ja, also bei uns im Kanton St. Gallen ist es der Jungvieh-Expertenkurs. Das ist das, was du zuerst machst. Dann kannst du aufsteigen zum kantonalen Expertenkurs. Da hast du auch einen Tag, wo du dann auf einen Hof gehst mit allen Experten. Du hockst dich zusammen, du kannst Kuh beurteilen, wie wird es beurteilt, wie wird was gewichtet. Und dann gibt es noch einen von Beruf in der Schweiz aus. Das ist unser Verband, schweizweiter Verband. Dann bist du 3 Tage an einem Kurs. Lernst das Ganze kennen und kannst auch in dem Kurs über reden, vor dem Mikrofon und alles drum und dran. Und zuletzt machst du dort noch die Prüfung. Und wenn du die bestanden hast, hast du eine Art das Wichtigste. Und ich habe den Kurs auch gemacht und das hat mir wirklich sehr viel gebraucht in 3 Tagen. Das wirklich üben. Und du wirst immer beobachtet von den Experten, die dabei sind. Dort Tipps geben, musst du es so machen oder so. Oder das hast du super gemacht. Das bringt dann wirklich noch weiter, nicht nur für die Zucht, auch sonst das Auftreten vor den Leuten. Patricia, vielen Dank für den kurzen Einblick in deine Arbeit. Danke auch. Bevor die Kühe im Ring präsentiert werden, sieht man auf dem gesamten Platz, wie die Züchter ihr Vieh mit voller Hingabe von hinten bis vorn zur vollen Pracht herausputzen. Das ist zwar kein Kriterium für die Bewertung der Jury, aber glänzen möchte man dann doch voller Stolz auch vor dem Publikum. Jess ist auch Besucherin, Jess ist auch Besucher. Ich möchte euch herzlich begrüßen hier an der Viehschau in Altstetten. Mein Name ist Hans-Ari Lenker und komme von der Waldstadt. Ich habe hier die ehrenvolle Aufgabe, Lebensleistungskühe über 60'000 zu rangieren hier im Ring. Kühe, die sehr viel geleistet haben. Kühe, die Familienanschluss haben. Wir haben hier die 6 haben jetzt hier eingerangiert. Im ersten Rang hier rechts, für mich eine klare Siegerin. Schaut die Kuh an, sie kann gerade anfangen zu laufen. Die Kuh ist sehr korrekt im Rahmenbecken, super Fundament. Und was sie auch hat, Urter noch höher über dem Sprunggelenk mit 4 korrekten Sitzen. Urter Tiefe ist dann auch von dieser zweiten mächtigen Kuh, der Grobse, aber auch da eine Kuh, die Eindruck macht und sicher viel Milch produziert. Beckenlage ist der Grund, warum ich die Kuh vor dem dritten Rang genommen habe. Auch hier eine sehr feine Kuh mit einem guten Fundament und einem guten Urton. Auf dem vierten Rang haben wir hier den Blüm. Sicher auch eine ansprechende Kuh. Vielleicht in der Urtentiefe leicht den vierten unterlegen. Dann haben wir hier am fünften Rang auch eine sehr milchige Kuh. Auch in der Beckenlage hat sie leicht die Nachteile und auf die sechste in der Urtentiefe, aber auch da Kühe, die Milch produzieren können. Ich möchte euch herzlich gratulieren und weiter so viel Erfolg in Haus und Stall. Danke. Eines der Highlights war sicher der beeindruckende und mächtige Stier Divano von Züchter Adrian Eugster. Abzogen sehen, da ist bei dem Stier der Fall. Beckenbreite, sehr breites Becken. Stier ist breit, er bringt hier mit breiten Kühen, die kann gute Jurten machen und sehr feines Fundament. Es sind Kühe, die sehr fein sind und in der Winkelung und Ausprägung sehr fein. Ja, und der Stier auch zeigen hier. Ihr seht, der Stier hat fast keine Wünsche übrig. Der Vorführer ist sehr stolz, dass wir hier haben. Wir haben hier ein jüngeres Tier, auch ein mächtiges Tier. Sehr guter Rahmen. In der oberen Linie sieht man, in der Licht das Pünktchen gegeben. Das heisst, wo
wo wir reingehen, ist der Stärker da vorne. In der Beckenneigung hat er auch leichte Nachteile gegenüber dem. Aber auch sonst, die Stier, die zeigen und der Freude haben. Hinter den zwei vor, die Züchter von diesen Stieren, einen Applaus. Und weiter so, dann können wir brauchen. Danke.